Ja, dann geh rein. Dann geh rein. Dann nimm sie einfach. Wir erwarten die Stufe Nummer 79 oder 80 im Ring 3. Da darf ich nicht rein, ne? Das ist das Problem. Nein. Ah, jetzt. Läuft? Ja. Kannst du gucken, ob die Kamera wirklich läuft? Die Kamera läuft? Ob sie läuft. Ne? Thank you.
Schnittbild. So, sehr verehrte Damen und Herren, hier ein bisschen. So, dann bitte stehen bleiben. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Pferdefreunde, liebe Schwarzwälder, Züchter und Freunde, ein sehr schönes Bild bietet sich am heutigen Morgen hier uns wirklich qualitätvolle Stuten wurden uns gezeigt. Und ich muss sagen, ich habe mich über die Einladung hier richten zu dürfen ausgesprochen gefreut und guten hier bewertet und rangiert und beginnen mit der Katalog Nummer 18, die auch an der Spitze geht. Orchidea Frida, eine Tochter des Filou aus einer Mutter von Modus und Munter Duden, mit 1,52 eine gut entwickelte Stute, die sich hier mit schönem Rassetyp, gutem Rassetyp, gutem Geschlechtstyp und auch schönem Seitenbild hier mit guter Körperharmonie präsentierte. Eine Stute, die ein solides Fundament aufweist, vielleicht so ein klein bisschen straffer könnte vielleicht die Vorderfessel sein, aber sonst ist das Fundament korrekt, auch sie geht relativ korrekt in der Bewegung. Der Höhepunkt in der Bewegung war der Trab vom Fleck weg mit gutem Antritt, gutem Takt, schönem Untertritt, deutlichem Untertritt, gutem Raumgriff, der Schritt geregelt, auch schon weitgehend durch den Körper. Eine Stute, die sich auch vom Interieur hier sehr gelassen präsentiert hat. Ihre Leistungsprüfung hat sie mit einem hervorragenden Ergebnis von 8,41 abgelegt. Gratulation zum ersten Staatspreis und zum Titel der Staatsbremenstute an Züchter Gerd Jochheim und Besitzer Hermann Klingele. Sie ist dann für die Auswahl dann auch der Klassensiegerin nach der zweiten Abteilung hier nochmal vorzustellen und qualifiziert. Dankeschön. Dann geht an der zweiten Position die 23. Fiona, eine Besonderheit der Schwarzwälder. Wir haben ja nicht nur die Farbe Fuchs, die Dunkelfuchs, die ja vorherrschend ist, ich habe sie beschrieben, sondern auch die Sonderfarben, die wir erhalten wollen als Kulturgut, aber dennoch müssen sie sich messen
mit den anderen Farben und anderen Stuten und Pferden. Fiona, eine schöne Stute von Altrad aus der Flora-Stadt, und Leistungsstute Wildhüter Montan. Freier, also der Mutterlinie, immer die Schimme. Hier eine Stute mit 1,50, 1,88, 19 in den Nasen. Eine sehr elegante, junge, gut entwickelte Stute, die einen großen Rahmen bietet, eher schon ein bisschen mehr zur sportlichen Silhouette neigend, mit etwas deutlicherem Rechteck, gutem Wasseradel, sehr feminin in der Ausstrahlung, schönes, großes Auge dabei. Gute Hufe, Fundament vielleicht ein bisschen fein angelegt. Im Trab zeigt sie sich mit sehr energischem Ablauf, energischem Antritt, sicherem Ablauf, leichtfüßig, taktsicher, könnte vielleicht noch so ein bisschen sich noch etwas mehr tragen. Der Schritt war geregelt, fleißig, sehr elastisch und immer gut durch den Körper gehen. Ihre Prüfung hat sie mit 7,71 abgelegt. Erster Staatspreis und der Staatsbremenstute. Gratulation an Karl-Heinz Reichmann. Es folgt die 24, die Rosine von Bundessieger, noch amtierend im Moment, und bundesprämierten Marikus aus der Ricarda Leistungsstute von Friedersee. Eine Stute auch gut entwickelt, über viel Boden stehend, langbeinig, mit gutem Ausdruck, hier gutem Wasseradel. Vielleicht könnte sie so ein bisschen femininer sein im Stutencharme, aber schöne, groß angelegte, harmonische Körperpartien. Im Moment noch vielleicht leicht überbaut, Fundament auch hier brauchbar. Im Trab zeigt sie sich hoch aufgerichtet, viel Selbsthaltung, guter Raumgriff, taktsicher. Der Schritt mit großer Übersetzung bei gutem, sicherem Takt. Auch eine Prüfung hat sie im Bereich von über 8 abgelegt mit 8,13. Auch diese Stute zeichnen wir mit einem ersten Staatspreis und dem Titel der Staatsbremenstute aus. Gratulation der Zuchtgemeinschaft Löffler-Hüdler als Züchter und der Zuchtgemeinschaft Bendel und Schröder, wie die Stute hier heute vorgestellt hat und besitzt. Dann folgt die 20. Lela, eine Tochter des Rosenkavalle, die Mutter Leika, Staatsbremenleistungsstute von Moritz, aus der Zucht von Josef Brison, der sich hier auch vorgestellt hat, 1,51, eine gut entwickelte, dreijährige Stute, die sich hier mit sicherem Rassetyp, gutem Rasseadel präsentiert, auch gute Einteilung im Seitenbild bietet. Fundament könnte etwas kräftiger angelegt sein. Der Trab von Fleckweg, energischem Antritt, bei viel Selbsthaltung, gutem Körperschluss. Der Schritt wünschte man sich noch etwas gelassener und schreitender. Zeigte sich so ein Schritt ein bisschen umweltorientiert, auf den Schritt runter war es dann deutlich besser. Diese Stute wird ebenfalls mit einem ersten Staatspreis und der Staatsrenne ausgezeichnet. Gratulation. Dann folgte auf dem nächsten Platz die 22 Inka, einer Markgraftochter aus der Isabel, Staatsrenne, Leistungsstute von Wildhüter, aus der Zucht von Klaus Ritschler. Auch diese Stute mit 1,51 für eine dreijährige Stute, ein altersgerechtes Maß, auch das Fundament zeigt sie auch guten Stutencharme, guten Wasseradel auch. Geht vielleicht hinten ein bisschen sprunggelenks eng im Trab, könnte sie sich vielleicht ein bisschen mehr bergauf bewegen, aber dennoch taktsicher und raumgreifend. Im Schritt hat sie sich auf der Schrittrunde noch etwas stabilisieren können. Auch sie hat eine tolle Prüfung abgelegt als dreijährige Stute am vergangenen Montag, hat er die Prüfung hier in Sankt-Neiden stattgefunden, 8,38 das Ergebnis und erster Staatspreis und auch der Titel der Staatsbremenstute. Gratulation. Dann haben wir die 19, Feengold vom Schmalzenhof vom Hauptbremenist Vento, Mutter Fox Lady, Staatsbremen und Leistungsstute, auch bekannte Stute, die bei der Bundes Radlutschau schon erfolgreich war, Siegerin bei den jungen Stuten gewesen. Platzfelder aus der Zucht von Heinrich Neumeier, 1,55 das Stockmaß, eher langbeinig, im oberen Rahmen stehen schon für eine dreijährige Stute. Sehr schmuckes, feines
ausdrucksvolles Gesicht, schönes, großes Auge, guter Halsaufsatz. Schulter ist lang, könnte aber ein bisschen schräger sich noch darstellen. Und der Gruppe noch etwas abgezogen und etwas überbaut. Auch sie zeigt sich im Trab mit sehr viel Eigendynamik, viel Abdruck, bergauf, Schritt. Darf noch an Gelassenheit gewinnen. Auch sie hat eine gute Prüfung abgelegt, 8,26. Das Ergebnis, erster Staatspreis und auch doch der Titel der Staatsbremen Stute. Dann haben wir die 21 Maiglöckchen, eine Rubitochter aus der Maya, Staatsbremen Leistungsstute von Modem. Die Mutter war ja hier auch mal Verbandssiegerin. Eine Stute eher im kompakten Aufriss mit guter Tiefe, könnte femininer sein und edler im Gesicht. Ab zeigt sie sich raumgreifend und geregelter Schritt, geregelt bei Gewinnpreis. Prüfung knapp unter der 8, 7,99 im Endergebnis. Ein erster Staatspreis. Gratulation an Britta Harter. Und dann haben wir noch die 26. Die Mia, eine Viktor-Tochter, Mutter Munia. Auch sie trägt die Titel der Staatsbremer Leistungsstute. Diese Donnerpol-Mutter hier, hinten dran aus der Zucht von Josef Wieson stammt sie. Auch sie heute mit 1,56 schon am Obermaß stehen bei 21er Röhre, 189 Umschlag. Schöner, passender Typ, guter Ausdruck, gutes Kaliber, was man deutlich sieht, so diesen aufgewölbten Rückenpartie, die sie aber dennoch in der Bewegung nicht behindert hat. Da gut aufgerichtet, gut unter den Schwerpunkt, Fuß und viel Abdruck aus dem Hinterbein, Impuls, Schritt, Raumgreifen auch. Schon genügend durch den Körper schreitend. Auch sie erhält einen ersten Staatspreis. Gratulation an den Züchter Josef Trieser. Dann dürfen wir die Stuten mit ihrem Applaus aus dem Ring hier entlassen und bitten dann die zweite Abteilung zu uns. Die 18 und die 23 brauchen wir dann für die Auswahl der Klassensiegerin. Schon im Trab.